Hallo, herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Mein Name ist Enrico und das hier ist ein wunderbarer 650 i Coupé als Handschalter. 8 Zylinder, 5 Liter Hubraum, 367 PS, glaube ich. Haben die Dinger, oder? Warte mal. Ja, stimmt. Und hat gar nicht 5 Liter, sondern 4.799. Entschuldigung. Ich habe gelogen. Ich mache mal lieber einen Motor aus, weil Sprit ist keiner mehr drin. Das Ding ist mal wieder auf Komplettreserve und darunter. Warum zeigen wir euch heute dieses Auto? Es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Dieses Auto haben wir im Jahr 2019 verkauft. Im Jahr Anfang 2020 repariert aufgrund eines Motorschadens. Vermeintlich, und haben uns darüber dann in Summe fast 3 Jahre über das Ergebnis und Dauer der Reparatur gestritten. Pass auf, das Auto ist ein 2006er und hatte zum Verkaufszeitpunkt knapp 90.000 Kilometer, glaube ich, runter. Jetzt hat er 93.500 irgendwas zerdrückte. Dieses Auto habe ich sogar persönlich verkauft, mit einer Finanzierung hinten dran. Ich bin gemeinsam mit dem Kunden Probe gefahren, weil er das gerne wollte. Ich lasse sagt den Leuten immer, ihr könnt auch gerne selber fahren, also alleine fahren, wenn ihr wollt. Da der aber ortsunkundig war, hat er gesagt, fahr einfach mit. Ist auch gut, mache ich. Und dann sind wir dann gemeinsam zur Probefahrt aufgebrochen, über die Landstraße, über die Autobahn, so wie sich das gehört. Und das, wie gesagt, das Besondere wirklich an dem Auto ist, und das ist halt, finde ich persönlich auch schweinecool, V8 Coupé Handschalter. Das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlen könnte oder würde, wäre vielleicht schon ein M-Sport-Paket. Ansonsten ist das Ding eigentlich echt geil. Ich zeige euch mal kurz das Auto. Memory-Sitze, alles elektrisch, schwarzer Dachhimmel, Sportsitz, Sportlenkrad, Schaltknauf. Also die Basics innen drin sind schon mal top. Man müsste vielleicht eventuell außen nochmal eine schöne Felge machen. Das M6 Schmiederad, wenn man es irgendwo bekommt. Oder im Zweifel vielleicht ein M-Paket. Aber man kann es auch einfach so lassen. Aber egal, darum geht es jetzt gar nicht. Fakt ist einfach eins, ich habe das Auto verkauft. Und auf der Probefahrt, das wäre ich nie vergessen, da sind wir gerade auf die Autobahn drauf gefahren. Da sagte der so beim Fahren der Käufer so zu mir, sag mal, wie viel Sprit verbraucht denn eigentlich das Auto? Da habe ich so gedacht, es ist zwar ein Handschalter, aber was erzählst du denn jetzt hier? Ja, ich dachte, es kommt natürlich auf die Fahrweise drauf an, aber sag mal, unter 10 Liter wird sich das wahrscheinlich nie bewegen. Du kannst mit dem Auto 20 Liter brauchen, du kannst vielleicht aber auch mit 8,8 Liter auf der Autobahn. Keine Ahnung, ist ein 6-Gang-Handschalter, ne? Also geht bestimmt, wenn man sich zusammenreißt, egal. Da kam zuerst so der Gedanke auf, ich dachte, naja, gut, und dann Finanzierung. Gut, okay, das Auto haben wir verkauft, damals für um die 20.000, irgendwie so in der Drehe. Und wie gesagt, das war Ende 19. Und dann ist Folgendes passiert. Ein paar Wochen, Monate später meldete sich der Kunde telefonisch und meinte, das Auto hätte einen erhöhten Ölverbrauch. Ist ja typisch für die Motoren, ne? Schaftdichtung rutscht runter, dies, das, Ananas, dann fängt das Ding an Öl zu schmeißen. Das ist nicht ganz unüblich für die Autos. Leider hat man damals versäumt, eine Ölverbrauchsmessfahrt überhaupt zu machen. Das hat damals noch unser Kfz-Meister gemanagt, den ganzen Reklamationsfall, oder Betriebsleiter hat damals der Kollege gemanagt. Und ich habe das dann erst auf den Tisch bekommen, als es quasi dann schon hier stand, das Ding. Da haben wir dann gesagt, okay, dann holen wir her die Karre und lassen dann den Motor ausbauen und befunden und beziehungsweise reparieren. Und dann auch gesagt, getan, das Motor raus, dann zum Motorenbauer geben, der das dann zerlegt. Da wurde dann alles Mögliche da drin neu gekommen. Ne? Also alle Spanner, alle Schienen, Köpfe geplant, gehohnt, die Zylinderwandung nachgeholt. Ich muss noch mal gucken, ob wir die Rechnung irgendwo finden. Ich meine, wir haben, glaube ich, 8.000 Euro in den Motor reingeschossen. Das zog sich natürlich dann irgendwie bis in den März hinein, bis es dann alles wieder soweit war, oder beziehungsweise soweit war, dass der Motorenbauer da mal angefangen hat. Der Motorenbauer sitzt, das kann man sich als Laie nicht vorstellen, aber der Motorenbauer sitzt und nicht da und sagt, ach, endlich noch ein V8 auf meiner Werkbank, darauf habe ich jetzt gewartet. Der hatte natürlich auch nicht gleich angefangen mit dem Ding. Ne? Das hat dann auch noch ein paar Wochen gedauert und dann kam direkt Corona, das erste Mal. Das war Anfang März, das werde ich auch nie vergessen. Keiner wusste, wie geht's weiter. Wir mussten hier zumachen. Hier saßen da bloß noch 2 Leute. Hufenleitung drin, Schild draußen dran. Hier durfte keiner mehr rein, hier durfte keiner raus. Das war wie komplett eine Lähmung. Das haben ja alle, das haben ja viele noch im Kopf wahrscheinlich, wie es war. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer erster 6-8 Wochen Corona-Lockdown, den es ja 2020 im März gab, bis April irgendwie, also direkt in den Frühling rein, für euch im Arbeitsleben war. Also für uns war es schon prekär, weil nichts mehr ging. In der Zwischenzeit hat uns der Käufer von dem Auto, weil es ihm zu lange gedauert hat oder was, oder weil das Auto loswerden wollte, da können sich jetzt die Geister drüber scheiden, ja, einen Anwalt eingeschalten, obwohl das Auto schon bei uns stand und wir der Reparatur ja zugestimmt haben. Also wir haben es ja nie abgelehnt oder sowas. Ganz im Gegenteil, ne? Und gesagt, wann können wir es abholen?
und so weiter und so fort. Und dann ging das, um die Kleider abzuholen, dann hatte der das abgemeldet, dann musste man es trailern, also es war nicht ganz einfach. Ich glaube, der hatte dann einfach direkt einen Anwalt eingeschaltet. Ist das ein gutes Recht? Kann er ja machen. Okay, dann ist es halt so. Und in der Zwischenzeit, wir haben hier in der Firma keinen Fax, aber eine Faxnummer. Wir hatten am Anfang einen Fax, dann, als wir umgezogen sind, haben wir das mitgenommen, haben aber dieses Fax dann totgelegt. Ja? Und da hat uns dann der Anwalt, der gegnerische, weil natürlich durch Corona dauerte die Reparatur leider immer länger. Ja? Da ging dann in Summe dann, glaube ich, waren es dann 3 Monate oder sowas, ging in Land, hat uns dann quasi einen Rücktritt geschickt. Also beziehungsweise eine letzte Fristsetzung. Und die haben wir aber nicht erhalten. Da, also wussten wir davon auch nichts. Und dann irgendwann haben wir per Post dann wiederum, wir haben die ganze Zeit per Mail oder per Post mit dem Anwalt kommuniziert und auf einmal mit der Fristsetzung schickte der uns einen Fax. Keine Mail, keine Post, nichts. Wie vorher auch, die ganze Zeit. War wirklich so. Als der Rücktritt von dem Kaufvertrag kam, das war dann irgendwann im Anfang April, glaube ich, oder sowas, da kam der Rücktritt, da stand das Auto hier. Fahrbereit, fertig. Ende vom Lied war dann, dass wir dann gesagt haben, ja, was soll das? Dann, das Auto ist doch fertig jetzt. Das Auto ist komplett, das hat den Kunden übrigens keinen Cent gekostet. Keinen beschissenen Cent. Wir haben auch den Kunden einen Ersatzwagen angeboten für die Zeit. Ja, haben auch einen kostenfreien Ersatzwagen angeboten, hat er abgelehnt. Übrigens als Tipp, wenn du Händler bist, biete immer einen Ersatzwagen an. Im Zweifel zahlst du einen Ausgleich, wenn es dumm kommt. Und dann haben wir uns gestritten. Weil wir natürlich das nicht eingesehen haben, gesagt haben, Alter, das Auto ist fertig. Wir können es dir vorbeibringen, gar kein Problem. Wir machen dir gerne noch ein paar neue Reifen drauf, wegen Stehen oder was weiß ich. Und dann fährst du mit dem Ding und wirst selig. Wollte der aber nicht. Die wollten jetzt, vor allem der Anwalt, wollte natürlich voll rein in die Vollen. Der wollte, bam, heute mache ich richtig Kasse. Ich bin ein richtig geiler Typ und gebe Vollgas. Und das oftmals hast du das, dass dann die Anwälte gar nicht den Kunden quasi dahin führen, was für den Kunden gut ist, sondern oftmals erleben wir das, haben wir schon eins erlebt, kann ich euch mal eine Geschichte erzählen, von dem Audi A8. Das machen wir mal ein andermal, weil das ist richtig wild. Das war der Anwalt zu uns gegenüber im Gericht. Der Richter sagte schon, gab schon den Hinweis, das macht alles gar keinen Sinn. Der Anwalt rutscht so einen Stuhl runter, macht es so, rutscht so mal weiter runter. Ich habe noch Geld im Vorschuss übrig, ich mache noch das Gutachten. Wirklich, also da kann ich Dinge erzählen, die klubbt ihr nicht. Ja? Dann wurde man so gierig, dass das Beste ist, und dazu müssen wir jetzt gleich mal die Lisa holen, das Auto war ja finanziert, wie eingangs erwähnt. Ja. Wenn es so eine Rückabwicklung frisst, zahlst du im Zweifel auch diese Finanzierung. Mit allen bis dahin, wohlgemerkt, bis dahin angefallenen Kosten. Also Zulassungskosten, im Zweifel Ersatzwagen, Gutachtenkosten, Anwaltskosten, Gerichtskosten, bla bla. Jetzt ist hier Folgendes passiert, der Richter hat jetzt gar nicht interessiert, ob das Ding repariert ist oder nie, ob Corona war oder nie, es war denen alles scheißegal, es hat den gar nicht interessiert. Das zog sich auch anhand, sagst du auch, wie es ist, dahingehend zog sich das über 2,5 Jahre, der Streit, weil die Gerichte einfach überlastet sind. Den fährt Personal, dann hatten die alle mal Corona, dann haben die alle mal Urlaub und dann klagen und streiten die Leute munter drauf los. Vielen Dank an alle Rechtsschutzversicherer, dass ihr immer alles durchwinkt und sagt, jawohl, wir streiten, immer gib ihm. Und die Gerichte wissen, glaube ich, nie, wo sie anfangen und wo sie aufhören und wie es überhaupt weitergehen soll. Das ist einfach leider so trauriges, armes Deutschland, aber es ist heutzutage nicht mehr möglich, dass man miteinander spricht und sagt, Mensch, mein lieber Kunde, was kann ich denn für dich tun? Das Auto steht jetzt fertig hier, bei uns repariert da. Sollen wir es vielleicht für dich verkaufen? Sollen wir es wieder ankaufen? Das stand natürlich auch während des Prozesses alles im Raum, wurde aber seitens der Gegner natürlich abgewiesen. Und der Richter hat dann wie folgt entschieden, hat gesagt, ja, ist ja ganz toll, Corona hin oder her, ist mir scheißegal, die Motorreparatur hat zu lange gedauert. Also von Januar bis Ende März oder sowas hat die Scheiße gedauert. Wir reden aber auch nicht von dem Vierzylindermotor, sondern wir reden hier von dem V8. Gibt es irgendwelche Vorschriften oder? 2 Wochen. Das Gericht sagt, 2 Wochen, vielleicht 3, hast du Zeit. So, jetzt kommt ein Kunde mit Motorschaden zu dir und sagt, mach mal hier Motor wieder ganz. Und du bist nicht gerade rein zufällig, hast eine Kfz-Werkstatt und einen Motorenbauer, bist du in Personalunion. Also, wenn du jetzt nicht gerade so der Allrounder bist, ja, dann hast du ein Problem. Ja. Weil dann kannst du nämlich mal lossteppen und dir erstmal irgendeinen Motorenbauer suchen, der überhaupt den Motor annimmt und sagt, ja, den mache ich. Da geht's schon los. Und der dann sagt, nur bring am besten gestern schon vorbei, weil ich gerade Langeweile habe, mir die Nüsse schaukel und gerade gar nicht weiß, was ich machen soll und schon das 12. Mal Solitär gespielt habe. Heute. Das ist für den Richter scheißegal und der Kunde denkt sich, ja, mir egal, ich kann mir die Karre sowieso eigentlich nicht leisten. Da habe ich schon bei der Probefahrt gedacht, na, ob das der Richtige für das Auto ist. Und wir hatten ja noch Interessenten damals für das Ding, aber egal. Unterm Strich haben wir das Ding quasi zu 60-40 verloren. Da wird dann so eine ganz komische Aufteilung gemacht. Ja. Zu Lasten, das sind auch die Kosten, Gerichtskosten, Anwaltskosten und sowas. Also wir haben es nicht komplett gefressen, sondern irgendwie 60-40 oder 47-53. Irgend so eine Scheiße.
muss schon mal ins Urteil gucken. Und jetzt holen wir mal die Lisa dazu, weil die kann erzählen, was passiert ist. Die haben uns wirklich tatsächlich versucht zu betrügen, zu verarschen, zu belügen, alles. Die haben auch gelogen. Das haben wir sogar schwarz auf weiß. Nicht traurig sein, Leute. Das Video geht gleich weiter. Nur kurze Werbung in unserer eigenen Sache. Und zwar kaufen wir seit geraumer Zeit eure Autos auf aus der Community. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zusendungen. Wenn ihr Fahrzeuge zum Verkaufen habt oder jemanden kennt, der eins verkaufen möchte, dann kann er das hier auf einen relativ entspannten Weg tun. Schickt uns einfach per WhatsApp hier auf diese Nummer. Bekommt ihr von mir relativ zeitnah eine Rückmeldung. Ich brauche von euch einen Kilometerstand, eine Fahrgestellnummer, ein paar Bilder, kurz ein paar Details zum Fahrzeug und eine Preisvorstellung. Und wir kaufen noch bis 90.000 Kilometer roundabout. Kauft mal auf. Mehr geht leider gewährleistungstechnisch nicht mehr. Habt Verständnis dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Wenn du die Finanzierung abschließt, dann bekommst du quasi im Nachhinein, wenn du die RSV hast, einen Versicherungsschein zugesendet. Und die haben quasi uns immer die Rate in Berechnung gestellt, plus nochmal anhand des Versicherungsscheines die Einmalzahlung, die die Bank an die Versicherung zahlt. Und die haben aber gesagt, der Kunde hätte die Einmalzahlung entrichtet. Genau. So, das heißt, die haben uns berechnet immer die Rate, immer die RSV und nochmal die RSV. Genau, zweimal. Und die haben halt steifenfest behauptet, stur, dass er, das gesondert, über 2.000 Euro waren das, 2.200 Euro, glaube ich, knapp, hätte er gesondert als Kunde nochmal im Nachgang, 6 oder 8 Wochen später, bezahlt. Da haben wir uns alle gewundert, Lisa, Anwalt und meine Wenigkeit, also unser Anwalt. Dass der zweimal RSV zahlt. Genau, das kann ja nicht sein. Und da haben wir dann Widerspruch eingelegt und da haben die es bestritten. Nein, ja, das ist so. Wir haben bezahlt, das ist so, das ist alles Quatsch, was ihr erzählt, wir haben das bezahlt. Wir haben den Kläger nochmal gefragt, der hat bestätigt, er hat das bezahlt. Genau. Aber auf dem Versicherungsschein steht hinter diesem Einmalbetrag ein Sternchen. Mhm. Und das Sternchen steht unten nochmal und da steht klein, wird von der Bank an die Versicherung gezahlt. Und da haben das wir dann heißt, wenn du eine Finanzierung abschließt, wo eine RSV mit dran ist, bezahlst du quasi mit deinen ersten Raten, die du hast, strichelst du erstmal bei der Bank die RSV ab. Ja. Erst dann verdient die Bank Geld. Genau. Also sprich, wenn du deinen Kredit nach 2 Monaten ablöst, haben die ja noch nicht mehr die RSV bezahlt. Richtig. Aber du kannst, weil du ja deine RSV schon bezahlt hast, kannst du als Kunde quasi, wenn du deinen Kredit vorzeitig ablöst und das vielleicht auch an die, die nie jetzt wegen Rechtsstreit oder sonst irgendwas ihr Auto ablösen, sondern die, die einfach ihr Auto überhaupt vorzeitig auslösen, ihr müsst die RSV selber kündigen. Dann bekommt ihr das die nicht benutzte RSV zurücküberwiesen. So, und das war jetzt hier der nächste Knackpunkt. Der hat die RSV selber nie gekündigt. Genau. Das heißt, er bleibt jetzt darauf sitzen. Wir waren ja dann so perplex über die Situation, weil die uns dann schriftlich bestätigt haben, dass er das hat persönlich entrichtet, selbst bezahlt. Da waren wir so perplex, da haben wir gesagt, das kann doch gar nicht sein. Da haben wir dann bei unserer Bank nachgefragt, gesagt, kann das überhaupt sein? Beim Gebietsleiter, der hat dann in der Obrigkeit nachgefragt, gesagt, nee, das ist so nie. Das ist so, wie Elisa das sagte, dass die das dann quasi entrichten. Ja? Und die sind aber stur geblieben und sind dabei geblieben. Also da hat man wirklich versucht, uns zu verarschen. Ich sag's dir so, wie es ist. Da hat selbst unser Anwalt gesagt, also man kann ja mit harten Bandagen kämpfen und versuchen natürlich irgendwie für den Kunden das Bestmögliche rauszuholen. Das ist alles gut und schön, aber das hat er eben auch gesagt, das ist dann schon irgendwie die Schublade, die man eigentlich als Anwalt, als Niederglas noch nie nehmen sollte. Gut, aber ich glaube, da hat er dann aus Gericht gesagt, gut, dann kannst du jetzt aber deine RSV komplett alleine bezahlen. Die haben sie ja, glaube ich, ganz abgewählt. Die haben sie dann abgewählt. Das Geld hat er von uns nie gekriegt, die 2.200 Euro, weil die wollten sie ja von uns haben. Ja. Und das Ding hat er dann quasi in zweiter Instanz, quasi war das dann. Das ist dann die zweite Instanz gewesen. Berufung hat er dann verloren. Da habe ich zu meinem Anwalt gesagt, als das klar wurde, dass das gelogen ist, was sie erzählen, dass es Tatsache gelogen ist, da habe ich echt gedacht so... Mit Sachen, die es schwarz auf weiß gibt. Wie kann man da lügen? Also das verstehe ich das nicht. Das ist wie das Auto, was dir heute angeboten wurde. Ja, ja, ja. Wie? Ja, ich weiß schon. Kommen wir später dazu. Also es passiert jeden Tag was im Autohandel. Aber die Lisa kann das halt am besten erklären, weil sie da am fittesten im Thema ist. Ich mit den Banken und so, ist alles für mich ein rotes Tuch. Ja? Aber kommen wir nicht drum rum. Deswegen haben wir halt fitte Leute wie die Lisa, die einfach der Plan hat. Ne? Und ich meine, Gerichtskosten waren bestimmt 5.000, 6.000. Locker. In der Zeit, wo das Ding hier rumfährt. Weniger wert geworden ist auf jeden Fall nie. Beim Regelfall ist ja andersrum. Ne? Du hast das Ding vor 3 Jahren für 20 verkauft, kriegst jetzt noch 15. Ja. Aber da der jetzt nie gefahren ist und da das ein Handschalter ist und das eher selten und das ein deutsches Auto, der hat sogar ein Checkheft. Und nachdem wir den geladen haben, ist der einfach an. Ja. Ist einmal angesprungen. Also das hat sofort funktioniert.
ohne Mucken oder sowas, das war natürlich schön. Gut, Mama, danke dir. Das können wir uns einfach nicht vorstellen, dass ein Anwalt im Zweifel mit Lüg mit seinem Kunden zusammen. Bei dem Anwalt muss er klar gewesen sein, weil der hat das Schriftstück ja vorliegen gehabt, der muss ja lesen können. Oder wenn er selber schon liest, lesen das ja im Regelfall vielleicht die Rechtsanwaltsfachangestellten, die ja die Schriftsätze oftmals auch mit verfassen, die diktiert wurden. Aber mittlerweile bin ich mir sicher, wir haben ja mit dem Phaeton da auch so einen Fall gehabt, wo der gegnerische Anwalt nach zweifachem Hinweis immer noch nie geschafft hat, die richtigen Kilometerstände einzutragen. Entweder mit Absicht oder was, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber die sind manchmal echt lost. Ja, genau, das ist es, was ich sagen will. Das ist doch nicht nur so, dass der Autohändler ein Idiot ist und Scheiße baut. Das mag ja alles sein. Guck mal, wir haben hier auch ganz viele Fehlerquellen zu stehen. Jetzt ist es, wie es ist. Das Ding ist durch. Wir haben die zweite Instanz dann quasi mit der Versicherung gewonnen. Diese 2200 irgendwas Euro waren das, glaube ich, knapp in Summe. Und da bin ich, um ehrlich zu sein, auch froh, dass es dann doch noch, weil ich schon gedacht habe, so, okay, es hat lange gedauert, das sehe ich ein. Dann verdonne uns, was weiß ich, zu irgendeiner Ausgleichszahlung, weiß der Teufel was. Ja? Aber warum habe ich jetzt verloren? Weißt du, ich meine? Das Auto ist, ich meine, das Pferd denkt, bremst, der Motor ist komplett gemacht. Ja, und jetzt steht er halt wieder zum Verkauf. Und die Geschichte wollte ich euch zuteil werden lassen, weil viele von euch immer wissen wollten, was ist mit diesem Auto hier gewesen? Ja, ich habe ja gesagt, das ist ein Streit, der ist offen, da kann man nichts sagen. Jetzt wisst ihr es. Und das ist halt das, was hier eben so in deinem Kopf hier im Autohandel noch so mit wieder fährt. Dann siehst du jeden Tag dieses Auto und denkst so, ja, mein, irgendwann hat es mich nicht mehr tangiert, sag ich dir ganz ehrlich. Weil wenn du jetzt hier auf den Hof kommst und siehst jeden Tag dieses Auto und denkst, jetzt dreh ich durch, ja, dann drehst du auch irgendwann durch. Das kann ich dir garantieren. Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Vielleicht mal kurz davor, vor ein paar Jahren mal. Bestimmt. Gab es immer mal wieder Situationen, wo du so kurz davor bist, mal kurz dann zu eskalieren oder durchzudrehen, vielleicht gefühlt. Aber ich konnte mich immer wieder einfangen selber und selber wieder in den Griff bekommen, dass ich eben an sowas nie verzweifle. Wir machen garantiert auch Fehler. Ja, die Leute, die das behaupten, dann immer, jetzt wenn man nur die Gegend, jetzt beleuchtet ja nur eure Seite, die ist das Ananas. Ja, das ist langweilig, das Geschwafel. Aber ich kann den Kunden ja gerne fragen, ob ich herkommen will. Aber das kann ich jetzt schon sagen, dass das nicht der Fall sein wird. Also bleibt mir ja nichts anderes übrig, außer dass, wenn ich das verarbeiten will mit euch, das halt alleine so liberal wie möglich kundzutun. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist denn die Intention gewesen des Anwalts und des Kunden? Komm, wir versuchen es einfach mal, ob wir die Kohle jetzt doppelt kassieren können. Weil wenn er jetzt nämlich die Rechtsschutz, wie die ASV jetzt gekündigt hat, was ich jetzt mal annehme, dass er das gemacht hat, dann kriegt er das Geld auch anteilig wieder raus. Ja. Er wollte also das Geld von uns haben, unterm Strich, und von der Versicherung kassieren. Ich denke, hier finden wir einen neuen Käufer dafür. Da bin ich recht zuversichtlich. Wir haben den jetzt aufbereitet endlich. Wir haben den jetzt Bilder gemacht. Der steht jetzt online. Könnt ihr euch anschauen. Wenn das Auto dann rausgeht, kriegt er frische Reifen, frische Bremse. Also die Standschäden werden auch beseitigt dann. Also sprich, was eben typisch ist. Also wenn die Bremse fest ist oder der Sattel fest, wird das dann halt alles gemacht. Wobei das jetzt nicht der Fall zu sein scheint. Er hat offensichtlich die Standzeit gut überstanden. Das klingt gut. Die Standzeit gut überstanden. So, an der Stelle genug geschwafelt. Bis dann. Oh. Hallo! Ein seltener Gast! Hölmchen! Servus! Was ist denn los? Fährst du jetzt Fiat? Schon lange. Hallo! Grüß dich! Guten Tag! Servus. Hallo! Na, wie geht's dir? Super! Geil siehst du aus! Schöne neue Hose, ne? Oh, extra für dich! Das sieht schon wieder so aus, als hättest du wieder nie gearbeitet. Doch, ich hab einen Anzug an beim Lackieren, ne? Ach so! Das unterscheidet uns. Was ist für ein Anzug? Ein Zweiteiler? Genau. Mit Nadelstreifen? Und Samt. Ah, ja! Samt. Geil! Was machst du hier? Mich meine Nägel lackieren. Mich verändern euch gegenüber. Ne? Oh, was soll denn das sein? Für wen brauchst du das? Für irgendeinen, keine Ahnung, Mercedes. Die Leute vermissen dich. Das ist schön. Ja, was ist los? Du wirkst so gestresst. Gestern war mein Kumpel hier. Ja? Bei mir ist es einfach der Gewaltschmidt. Der Gewaltschmidt? Gewaltschmidt, erklär ich dir andermal. Okay, geil. Das wird gut, Kunde. Ja. Wir müssen dich mal wieder besuchen kommen. Natürlich macht das. Ja, bitte, danke. Der Holm ist übrigens noch da, der ist uns gar nicht böse. Nee, natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Kann gut. Ich gestresst tun? Ja, du bist gestresst. Kann das sein? Nein. Ja, mach's gut, mein Kleiner. Ne? Ja, ciao. Tschüss. Gibt's jetzt den Ton hier? Ja, genau. Ach so. Und so wurde ich die ganze Zeit doppelt. Ja. Da. Das sagt die wieder, das dumme Arschloch. Wie hoch ist dein Bodycount? 1. Mit 3 Nullen. Ja, komm, ich gebe das Mikro zurück. Ich muss es bloß ausmachen, oder? Komm, deine Mama wartet. Wo geht denn das aus? Das ist lange durch heute. Wiedersehen. Danke, Frau Kruschwitz. Tschüss, Frau Bumswitz. Sing rein. Du kannst ein bisschen reinrülpsen. Das wollen die alle mal hören, die Jungs und Mädels.